Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, denn das ist eine ganz besondere Folge. Die zweite Folge im Bewohnerfrei-Podcast mit mir als Co-Moderatorin. Und vielleicht hast du es im Vorfeld schon gehört, der Tobi hat es ja angekündigt. Ja, ich darf ihn jetzt unterstützen im Rahmen der Interviews und da freue ich mich sehr auf die Reise mit dir, mit euch und natürlich mit spannenden Gästen. Und einen davon habe ich heute hier. Der Tobi hat gesagt, du, den musst du auf jeden Fall interviewen und das mache ich natürlich super, super gerne. Ich begrüße heute hier im Bewohnerfrei-Podcast den großartigen, inspirierenden und kreativen Leander Govinda Greitemann. Schön, dass du da bist. Oh, ich freue mich so, da zu sein, Melanie. Und bevor wir gleich richtig in das Interview starten, natürlich noch ganz gewohnt die offizielle Anmoderation. Und da darf man auf jeden Fall die Ohren und Augen ganz, ganz weit aufmachen. Schon seit seiner Jugend interessiert sich Leander Govinda Greitemann für die großen lebensphilosophischen Fragen. Seinen ersten interaktiven Vortrag hielt er bereits in der Schule im Ethikunterricht über die fernöstliche Philosophie des Taoismus, die noch heute starken Einfluss auf sein Leben und Arbeiten hat. Während seines Studiums der Soziologie, Philosophie und BWL begann er 2007 mit 20 Jahren bereits seine Zusammenarbeit als Trainer und Speaker mit dem Institut für angewandte Kreativität, wo er 2014 dann als assoziierter Partner einstieg. Leander pflegt seine Lust am Abenteuer und der Vielfalt als Musiker und semiprofessioneller Snowboarder. Als Live-Philosoph inspiriert er in Seminaren und interaktiven Impulsvorträgen, Menschen aus ihren üblichen Weltsicht rauszubrechen und zeigt Wege zum kreativen Umgang mit den Fehlschlägen und Sackgassen des Lebens auf. Dies tut er ja vor den Vorständen von DAX-Konzernen oder bei internationalen Konferenzen ebenso begeistert wie in Schulen oder Krankenhäusern. Seit einem Jahr findest du nun vermehrt auch in der Öffentlichkeit statt. Also ein Auftritt bei TEDx war mit dabei, sowie Interviews, Vorträge und auch Online-Kurse bei damals Gedankentanken, jetzt ja Greater. Und jetzt mal zugehört, der Dieter Lange sagt oder nennt ihn den Shootingstar der Zukunft in der Speaker-Szene, der in jungen Jahren schon dasteht, wo viele nach Jahrzehnten noch nicht sind. Und heute hier im Bewohnerfrei-Podcast nochmal herzlich willkommen, Leander Govinda Greitemann. Wow, danke, danke, danke. Was für Worte, du, da habe ich direkt mal die erste Frage an dich, weil ich habe das gelesen. Also das sind ja mal richtige Worte mit Gewicht. Wenn du das liest oder auch hörst vom Dieter, hat er das ja wahrscheinlich auch vielleicht persönlich gesagt, freust du dich drüber? Siehst du es genauso oder macht dir das auch ein bisschen Druck? Manchmal so ein bisschen positiver Druck kann ja auch ganz gut sein. Ja, das freut mich natürlich. Also gerade wenn so ein Name, so ein Gesicht, so ein Mann das sagt und wir sind auch im Austausch, aber auch einige Sachen vom Dieter lernen dürfen und tauschen uns regelmäßig so ein bisschen aus. Und wenn er das dann natürlich so sieht, dann freut mich das sehr und ist natürlich auch immer so ein kleiner Türöffner. Ne? Wenn so ein Name für einen birgt, dann ist das natürlich auch gerade wie bei der Anmoderation ein schönes Intro, damit die Leute auch zuhören, hoffentlich. Ja, na klar, aber da gibt es ja auch einiges, was du auf jeden Fall schon erlebt hast und berichten kannst. Du stehst ja auf großen Bühnen. Unter anderem warst du bei Gedankentanken, beziehungsweise jetzt ja Greater, auch mit am Start. Da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Da hast du richtig abgeliefert. Also schon mal jetzt kurzer Reminder, meine Empfehlung, das auf jeden Fall sich anzugucken, deinen Vortrag. Da gucken wir nachher nochmal drauf. Und du gibst eigene Seminare und hast aber auch im April diesen Jahres dein erstes eigenes Buch. Ich habe es hier sogar rausgebracht. Yay. Unfuck Your Mind. Ja. Wie war das für dich, dieses Buch rauszubringen und wie war der Weg dahin? Ah, das ist, da wird mir direkt warm ums Herz, wenn du von meinem Buch sprichst, weil das war natürlich auch total aufregend für mich, weil das auch für mich ja Neuland ist. Also ich habe ja bisher in meinem Leben immer mit dem gesprochenen Wort Geld verdient und mit dem gesprochenen Wort versucht, Menschen zu erreichen, die ich in dem Moment sehe, wo ich das sage. Und ich glaube, wenn man meinen Vortrag guckt, merkt man auch,
dass der nicht geschrieben ist und ich den sozusagen einfach quasi wie so ein Schauspieler vortrage und mich da hinstelle. Und super interaktiv, richtig cool. Also, genau, was übrigens nicht heißen soll, dass das blöd ist, aber es ist einfach nicht meine Art, das zu tun. Ja. Und das heißt, ich lebe von so einer Stimmung im Raum. Ich gehe darauf ein, gehe in Interaktion, guck, was die sagen, guck, was für eine Schwingung ist. Also wenn du mich vor ein Grader- oder Gedankentankenpublikum stellst, kriegst du einen anderen Vortrag, als wenn du mich vor Telekom-Vorstände stellst. Mhm. Obwohl natürlich der Kern gleich bleibt, aber ich gehe ein Stück weit immer mit der Schwingung. Jetzt schreib mal ein Buch mit der Schwingung im Raum. Da war hast du dir immer ganz viele Menschen drumherum geholt, währenddessen du es geschrieben ja. hast? Gott, ja, so eine Sektensituation. Nein. Schneider sitzt. Nee. Also das war total spannend für mich zu sehen, wie das funktioniert, weil ich habe schon immer Freude auch am Wort gehabt, auch am Sprachspielen und am Schreiben, habe auch mal ein paar Hip-Hop-Songs geschrieben oder eigene Texte. Aber halt eben noch nie versucht, Menschen zu inspirieren, zu berühren über das geschriebene Wort. Und das war wirklich super aufregend. Also super aufregend. Das Buch ist glücklicherweise, die Geschichte findet man auch im Intro zu lesen, zu mir gekommen, wie es so ist im Leben. Ich war in einem Seminar in Bayern und da war der Verleger, der zufällig auch aus der gleichen Stadt wie ich kommt, aus Mainz. Und so kamen wir ins Gespräch und das ist zufällig genau mein Traumverlag gewesen. Also ich habe die Story gelesen, sehr, sehr empfehlenswert. Genau, also direkt Buch kaufen, die Story. Allein dafür, ja. Ich bin so ein Akquise-Pro. und so kam das Buch zu mir und ich habe mich einfach hingesetzt, einfach mal gemacht. Ja, auch das ist ja Teil so meiner Lebensphilosophie. Und wusste aber nicht, was passiert. Und was jetzt so in dem letzten halben Jahr aber sich dadurch ergeben hat und was für andere Menschen ich auch mit diesem Buch erreichen kann, das ist wunderschön. Also dass von Sozialpädagogen, die in einem Jugendheim ihren Kindern das gegeben haben, wo ich denen das dann auch einige schenken durfte, die das total freudig angenommen haben, mit denen ich niemals hätte sprechen können. Ja, die wären nicht zum Seminar von mir gekommen, vermutlich. Mm. Und so kann ich wirklich eine breite Masse an Menschen erreichen. Und offensichtlich ist es mir gelungen, in vielen Fällen auch Worte zu finden, die bei den Leuten Sinn machen, die mit denen resonieren, die sie zum Teil am Herzen berühren. Und jede Rückmeldung, die ich dazu bekommen habe, das freut mich einfach. Da bin ich so vom Herzen dankbar, dass das so funktioniert hat, wie es funktioniert. Und dass ich mich jetzt Autor nennen darf, freut mich auch. Ja, das sehr ist cool. Richtig schön. Und wie war das für dich? Also wie lange hast du gebraucht, dieses Buch zu schreiben? Der Tobi erzählt ja auch immer, beim ersten hat es super lange gedauert und dann wurde es immer schneller, weil man einfach so ein bisschen in die Routine kommt. Wie war das bei dir? Ja, ich bin mal gespannt, ob ich dann am Ende das Gleiche sage wie Tobi, weil jetzt beim ersten Buch konnte ich natürlich meine Lieblingsthemen alle aus dem Kopf von den Vorträgen abschreiben. Ne, da hatte ich schon Bilder, da hatte ich Stories. Wenn ich jetzt mein nächstes Buch schreibe, dann habe ich meine Lieblingsstories schon mal weg. In der Zwischenzeit, klar, arbeite ich die ganze Zeit, aber ich glaube, da ist auch noch mal viel Recherche und noch mal tiefer Einbohren angesagt. Also ich, wenn ich in einem Jahr oder so noch mal wiederkomme oder nach meinem zweiten Buch, dann sage ich Bescheid. Okay, wir sind gespannt. Ja, aber um deine Frage zu beantworten, kann ich so gar nicht genau sagen. Es war ein Prozess von die ersten Seiten tippen ziemlich genau vor 2 Jahren. Ziemlich genau vor 2 Jahren habe ich die ersten Seiten getippt, wo ich noch gar nichts wusste, wo ich einfach dem Verlag gesagt habe, ich tippe euch mal 3 Kapitel, ich gucke mal, ob mir das Spaß macht, ihr guckt, ob euch das Spaß macht und dann gucken wir, ob wir das zusammen machen, ne? Ob uns das zusammen Spaß macht. Yes. Und da gab es ganz viel zu verbessern, weil ganz viel gesprochenes Wort in geschriebener Form da war. Ja, also trotzdem waren sie aber total begeistert von der Richtung, vom Ganzen. Es gab halt einfach noch viel zu feilen. Tobi würde sagen, an so einem Diamanten muss man eben auch noch viel schleifen. Und dann habe ich würde sagen, ziemlich genau 1 Jahr hat mich das begleitet, aber immer in so Sprints. Also ich habe mir dann wie eine Woche freigenommen und habe halt wirklich geguckt, dass ich alles von mir wegschirme und dann nur mich dem Schreiben. Auch so ein bisschen wie Tobi, ne? Der haut immer ab. Passt ja übrigens zu deinem Hintergrund gerade. Wie lustig. Wer uns gerade nicht sieht, sondern nur hört, wie gesagt, bei YouTube sind wir ja zu sehen, da hast du einen grandiosen Hintergrund gerade für dieses Interview. Sieht so ein bisschen aus, als ob du auf Bali wärst. Ja, das ist meine Bürowand, keine Fototapete. Cool. Die sind echt hier, die Pflanzen. Aber witzigerweise, also ich
habe meine Wohnung so eingerichtet, auch wenn man hier ein bisschen sieht, dass ich nicht dafür wegfahren musste. Also ich habe auch noch keine Kinder, das macht es natürlich auch leicht, wohne nur mit meiner Freundin zusammen. Und so, dass ich das auch hier ganz gut machen kann, ohne dass ich dafür in die Ferne muss. Nur meine ersten Seiten habe ich tatsächlich in einem Retreat auf Mallorca mit Blick auf den Hafen geschrieben. Ach, cool. Aber danach habe ich mir hier Lese-Retreats gemacht, also selber in der eigenen Wohnung. Und das war aber total cool. Und ich, ja, ich kann es in Stunden, ich hätte es mal tracken können, wäre spannend. Aber also da sind schon diverse volle Wochen auf jeden Fall ins Schreiben dieses Buch reingegangen. Und die richtige Arbeit, mir fällt es relativ leicht rauszuhauen und bin dann relativ schnell und kreativ. Wo dann aber die Arbeit anfängt, ist, wenn das dann bei der Lektorin ist und ich dann das wiederbekomme oder wenn ich es mal einem Freund schicke und der sagt, hä? Die Person ja nicht da habe. Also wenn ich auf der Bühne stehe, dann sage ich einen Satz und wenn ich das Gefühl habe, die Melanie kriegt gerade irgendwie so krause Falten auf der Stirn, dann sage ich nochmal einen Satz mehr oder sage, habt ihr das verstanden? Ja, okay, sonst erzähle ich nochmal eine andere Geschichte, mache nochmal ein anderes Experiment. Das kann ich beim Buch nicht. Und deswegen hat es dann ein paar mehr Schleifen gebraucht, dass die Leute das lesen, mir dann ihre Reaktion mitteilen und sagen, nee, da brauche ich nochmal mehr oder hier kann ich dir gar nicht folgen. Geht so ein bisschen. Ich habe gerade tatsächlich im Vorfeld, haben wir ja auch ganz kurz schon mal gesprochen, da hat mir so ein bisschen das Thema angepiekst. Und zwar in deinem, ich habe ja ein bisschen in deinem Buch quer gelesen, du hast es ja im Vorfeld mir geschickt, und zwar Kapitel 2 heißt wundervoll, auf dem Mount Everest ist Stau, das Ziel liegt im Weg. Und da schreibst du einen sehr, sehr wichtigen Satz, wie ich finde, und zwar, wenn du dein Glück nur von dem Erreichen von Zielen abhängig machst, bist du bis zur Zielerreichung verbissen und unentspannt. Kennst du das selber? Und also wie war das, ja, was hast du da irgendwie selber schon mal erlebt? Oder, also ich meine, wir schreiben ja Dinge meistens nur, weil wir selber irgendwas erlebt haben, aber ja, was würdest du dazu sagen? Ja, also generell habe ich natürlich immer den hohen Anspruch, die Dinge, die ich schreibe oder über die ich spreche, bei mir selbst zu beobachten und in Frage zu stellen, aber niemals den Anspruch, alles perfekt zu leben. Ja. Deswegen gibt es immer wieder Phasen, wo ich auch mal kurz im Tunnel bin und denke, TEDx-Vortrag, Vorbereitung war so eine Phase, wo ich phasenweise auch echt zu kämpfen hatte. Das ist, da waren ein paar Momente, wo ich auch an meine Grenzen gekommen bin im letzten Sommer, noch parallel zur Buchfertigstellung. Und ich wollte aber unbedingt diesen guten TEDx-Vortrag haben. Und also das kenne ich total. Was machst du dann in solchen Momenten? Ich versuche, das ist generell auch meine Grundphilosophie, nicht zu streng mit mir zu sein. Also auch nicht, also gerade als Speaker, Trainer, Coach, egal in welcher Genderform, ist, glaube ich, die Gefahr hoch, dass wir mit uns selbst super streng sind und den Anspruch haben, alles perfekt zu machen. Oh yes. Also das kann ich unterschreiben. Tag, genau, wo ich mit schlechter Laune aufstehe, sage ich, sag mal, du, also könnte ich theoretisch und ich habe mich auch schon oft dabei erwischt und ich versuche mir das aber stark abzugewöhnen, weil erfahrungsgemäß, ich kann mir vorstellen, das kennt der oder die eine andere Zuhörerin, dass man dann in so eine Spirale kommt. Also es hilft ja nicht, wenn ich mich selbst dafür verurteile, dass ich eine schlechte Laune habe und sage, ach, du müsstest heute gut drauf sein oder was machst du dich denn jetzt wieder so vom Erreichen des Ziels von deinem TED-Talk abhängig? Du weißt doch, dass du dich nicht mit deinen Zielen, das ist doch vollkommen egal, was da passiert. Und wenn ich die Gedanken aber glaube und mich mit denen identifiziere und dann noch draufhaue und sage, ja, du bist wirklich echt, du bist nicht nur verbissen auf Ziele, sondern du bist auch noch ein unreflektiertes Arschloch und kriegst sowieso nichts auf die Reihe. Da kannst du die nächsten... ja, zu spät. 5 Tage kannst du in die Tonne treten. Und dann, was ich versuche, und das kommt auch, da schließt sich der Kreis zum Taoismus, das zu beobachten. Ja? Einfach ohne zu urteilen, einen Schritt zurückzugehen, gedanklich, und wie so von oben drauf zu gucken in meinen Kopf und diese Gedanken zwar wahrzunehmen, aber nicht für wahr zu halten. Also nicht zu glauben, dass das wahr ist, du bist ein unreflektierter Vollidiot. Sondern eher so zu gucken und zu sagen, ach, das ist ja spannend. Was denke ich denn jetzt, dass ich ein unreflektiert, wo kommt das denn her? Ja, ohne diese Bewertung, ne? Ja. Voll. Genau, also das rauszunehmen, so einfach nur wahrzunehmen, zu gucken, nicht zu werten, auch mal in Ordnung einen schlechten Tag zu haben, warum nicht? Ich glaube, die Gefahr ist viel höher, wenn wir das immer wegdrücken
und das immer überspielen und immer das gar nicht sehen wollen, diese dunkle Seite in uns, dass es dann irgendwann rausplatzt und wir grundlos Kinder anschreien. Ja, oh ja. Oder noch schlimmer, Lebenspartner oder sonstige. Hm. Ja, oder hast du recht. Grundtonus. Und deswegen, ja, also da unterscheide ich auch im Buch so zwischen vertikalen und horizontalen Perspektivenwechsel. Also manchmal hilft es auch, horizontal, also einfach nur anders drauf zu gucken, also wirklich mir das neu zu bewerten, das, was die Gesellschaft allgemein unter Perspektivenwechsel versteht. Ja, also in dem Fall zu sagen, naja, fallen dir nicht vielleicht auch Tage ein, wo du komplett ohne Ziele unterwegs warst, wo du total frei warst, wo du entspannt warst und quasi mir eine andere Geschichte zu erzählen, die genauso war es. Ja. Ja, das ist horizontal auf gleicher Ebene. Und der vertikale Perspektivenwechsel, das ist, was ich davor beschrieben habe, wirklich die Ebene zu wechseln, gar nicht zu versuchen, mir eine andere Geschichte zu erzählen, mir eine bessere, eine positivere, eine schönere, eine schlankere Geschichte zu erzählen, sondern mich einfach reinzuwühlen, mir das anzugucken und zu sagen, wow, da ist ja heute echt viel Mindfuck in deinem Kopf drin. Yes. Spannend. Und dann kann es passieren, dass sich darüber die Wolken lichten und du sagst, ey, ist doch alles in Ordnung, komm, du darfst auch mal Zielen hinterherhecheln, du darfst auch mal unentspannt sein, nimmst doch, sei nicht so hart mit dir. Und dann macht man noch vielleicht einen kleinen Spaziergang, eine kurze Meditation, spielt was Musik, ein bisschen Sport und dann yes, ist es häufig sehr dann schneller cool. weg, als wenn man sich da so reinbeißt oder alles dann aufarbeiten will. Oder ja, ich glaube, das kennt wahrscheinlich auch jeder. Also ich kenne solche Tage auf jeden Fall auch oder diese mal ist halt mega high und dann eben auch mal wieder so, okay, so wie du es geschildert hast, aber sich da halt einfach selber nicht fertig zu machen. Und ich habe gerade auch vor kurzem echt ganz, ganz bewusst nochmal wahrgenommen, diese Bewertung da halt einfach rauszunehmen. Ne? Das ist so Gold wert. Ja, cool. Du hast es gerade auch nochmal gesagt. Ich würde da kurz nochmal drauf eingehen auf den Titel des Buches, Unfuck Your Mind. Für diejenigen, die es, ich halte es auch nochmal rein, aber für diejenigen, die uns nur zuhören, du kannst ja nochmal erklären, warum ist es so geschrieben, wie es geschrieben ist und wie kamst du auf diese Doppeldeutigkeit? Ja, es ist Unfog, wie der englische Nebel, also Entnebeln des Verstandes. Und wenn ihr zuhört, dann habt ihr bisher wahrscheinlich immer an Fuck gedacht. Und das ist auch genau gewünscht. weil, also ich bin ausgegangen von diesem Konzept des Mindfuck. Ja? Ja. Also wenn man es British ausspricht, dann klingt es sogar super. Mindfuck. Ja? It's all about the Mindfuck. Und genau das, was mit den Wolken, was eben ja auch aus dem Taoismus und alten fernöstlichen Weisheiten kommt, die Idee, dass unsere Gedanken der Nebel die Wolken sind und dass wir nur diesen vertikalen, radikalen Perspektivwechsel drüber machen müssen, um festzustellen, dass da immer blauer Himmel ist. Ja, wir müssen nur einfach einmal rauszoomen, weiter hochgehen und dann stellen wir fest, oh, irgendwo in mir ist Klarheit, irgendwas in mir ist immer da, was den Mindfuck beobachten kann. Ja, und daher kommt dieses Wort und dann finde ich, also ist insofern 3 bis 4-deutig ungefähr und dann dachte ich, also ab 4-deutig ist es gut für meinen Buchtitel. Nehmen wir. Ja, genau, weil es natürlich auch schön ist, so dieses Vulgäre, auch wenn das manchmal gut ist, um Leute zu irritieren und so wach zu rütteln, auch mal was Vulgäres zu sagen, aber es ist natürlich schöner, wenn da an Fog steht. Ja, okay, cool. Ja. Sehr, sehr geil. Und du hast jetzt gerade auch wieder den Taoismus nochmal mit reingebracht. Und zwar habe ich mir da die Frage gestellt, wir haben es ja in der Anmoderation gehört, du hast dich schon sehr, sehr früh mit all diesen Themen auch befasst. Wie war das denn in der Schulzeit oder ja, also Kindheit, Schulzeit für dich? Also ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht da ein bisschen rausgefallen bist, wenn du halt dich schon mit diesen Themen befasst hast und vielleicht auch darüber geredet hast und die anderen vielleicht dachten, wie redet der denn? Also war es vielleicht so oder war es ganz anders? Wie hast du das erlebt? Also mein Leben an sich war schon mal, ohne dass ich viel aktiv direkt dafür getan habe, schon mal rausfallen, weil meine Eltern auch durch so ein bisschen Hippie und also nicht klassisch Hippie, wie man sich das jetzt so vorstellt, aber auf jeden Fall anders denken. Meine Mom ist Yogalehrerin, lange bevor Yoga hier cool war. Also sie hat das in Indien gelernt vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder so. Und damit bin ich aufgewachsen. Mein Dad, den finden Sie auch bei Gedankentanken, der heißt aber nicht wie ich, Christo Quiske. Der hat auch tolle, inspirierende Vorträge gehalten. Mittlerweile 80 der Mann, einer meiner besten Freunde. Auch wir telefonieren ganz viel. Diesen Austausch finde ich wunderschön. Und worauf ich hinaus Wahnsinn, hat auch nicht jeder, ne? Dass man sich mit seinem Papa so gut austauschen kann.
Ja, das ist mega. Also das ist so ein großes Geschenk des Lebens. Toll. Und die hatten aber Spaß daran natürlich, in ihrem Selbstverständnis, mich mit langen Haaren zu sehen. Also hatte ich ich hatte mal kurz eine Phase, als ich dann in so einen kirchlichen Kindergarten gekommen bin, jetzt müssen die Haare ab, aber ich hatte eigentlich, von Geburt an sind die durchgewachsen, einmal bis zum Kindergarten, da habe ich gesagt, mir reicht das, ich will nicht immer anders als alle anderen sein, ich will nicht ständig die Frage beantworten, ob ich Mädchen oder Junge bin. Ich will jetzt auch oh, und war dann, keine Ahnung, mit 4, 5 Jahren das erste Mal beim Friseur, habe dann aber einen Tag durchgeheult, weil ich dann aussah wie ein Mädchen mit kurzen Haaren. Und dann habe ich wieder wachsen lassen und habe bis 23 immer so lange Locken, lange blonde Locken bis zum Schulterblatt gehabt. Und dadurch war ich eh schon draußen. Also besonders Ach, krass, in der okay. Zeit. Jetzt ist es ja wieder ein bisschen angesagt mit langen Haaren. Jetzt hast du kurze. Jetzt hat das natürlich immer ging ich bin so rebellisch. Nee, und deswegen musste ich immer irgendwie schon automatisch dagegen sein. Also, und ich glaube, das hat mich schon auch so ein bisschen geprägt, auch mit diesem Selbstverständnis da zu stehen und zu sagen, nee, ich identifiziere mich nicht als Frau, sondern zur Not müssen wir den Hosentest machen. Oh Gott. Weil dann kommt ja noch mein Name dazu, Leander Govinda, ist jetzt nicht unbedingt mehr, ich heiße nicht Thomas halt. Ja. Also, das heißt, das war für die Leute eh schon wild genug. Aber warst du da dann schon immer so, also wie du es jetzt gerade schilderst, so selbstbewusst? Oder war das dann schon auch irgendwie mal schwierig? Oder hast du dich gefragt, so, ja, bin ich jetzt irgendwie falsch? Oder sind die anderen irgendwie ja komisch drauf? Oder warst du da halt einfach immer völlig klar und hast gesagt, ja, so ist halt, so bin ich halt? Phasenweise, ne? Da gab es auch Tage, also da ich war auch viel auf Skate. Parks und sowas unterwegs und dann, wenn ich da hinkam und da waren dann Jugendliche, die irgendwie 4 Jahre älter waren, die dann auf Krawall waren und gesagt, hey, was bist du denn, Mädchen oder was? Und so. Das fand ich dann auch nicht nur witzig, wenn ich da alleine war und die sagten, jetzt zieh mal deine Hose runter, beweis mal so, ne? Also waren dann schon also mobbingnahe Situationen, aber ich habe mich nie gemobbt gefühlt, glücklicherweise. Cool. War dann auch eher wieder überkompensierend, Klassenclown in Mittelpunktstellen. Da kommt wahrscheinlich auch meine Begeisterung fürs Sprechen oder Aufstehen und auch ein Stück weit, glaube ich. Das Entertainment. Genau. Also das kommt da schon rein, wobei ich jetzt dann trotzdem irgendwann in der Schule, also ich war große Teile auch ein guter Schüler. Also ich bin jetzt nicht völlig in dieser Rebellen gegen das System-Rolle aufgegangen. Aber es hat mich sicherlich auch einen Teil ausgemacht. Und die Philosophie, das war nie so, dass ich da wirklich rumgegangen bin, habe versucht, Leute zu bekehren oder so. Das hat mein Dad glücklicherweise auch nicht mit uns gemacht. Also er hat das auch vorgelebt, er hat Angebote gemacht, hat natürlich in der Art, wie er es vorgelebt hat, uns stark beeinflusst. Aber er hat jetzt nicht sich mit mir hingesetzt und mit mir ein Coaching gemacht oder gesagt, so, und jetzt musst du mal dein Leben, sondern er hat uns wirklich Kinder sein lassen und ich habe die Kinder dann auch Kinder sein lassen und habe mich halt dafür interessiert und vieles davon auch intuitiv schon gelebt, lange Zeit. Und deswegen bin ich auch so lange schon überzeugt davon, dass das was bringt und dass das einen Unterschied macht. Und deswegen habe ich auch Spaß, jetzt gerade selber an Schulen Vorträge zu halten, weil ich möchte, dass mehr Leute noch in jungen Jahren, wenn die Konditionierung nicht so stark ist, so wertvoll. Und ich kann in so einem Vortrag natürlich jetzt nicht die Schüler komplett ihr komplettes Leben verändern. Aber ich hoffe halt, dass ich zumindest mal so einen Samen setzen kann bei denen, die dafür offen sind, dass die selber dann Bücher lesen. Und ist mir auch egal, ob sie meins lesen oder ein anderes, aber dass sie dann das hinterfragen, dass sie mal anders aufs Leben gucken, nicht in diesen üblichen alten Mustern, die ja so uralt sind. Also es ist ja wirklich, vor 2000, vor 5000 Jahren findet man schon Sätze, wenn man die wirklich begriffen hat, dann könnte man so ein gelassenes, kreatives Leben führen. Ja, das habe ich manchmal, denke ich manchmal auch. Aber trotzdem, und da ist auch, wird mir häufig dann die Frage gestellt, ja, Leander, warum willst du denn überhaupt noch ein Buch schreiben? Ne, wenn das Epiktet hat ja vor 2000 Jahren schon das meiste gesagt und spätestens, keine Ahnung, willst du jetzt das 100. Buch da schreiben? Und ja, doch, weil ja gerade jetzt dann, so wie du sagst, an der Schule, die jungen Leute, dir hören sie vielleicht anders zu als jemand Älterem oder so, ne? Also das kann ja schon auch einen Unterschied machen. Voll. Und für mich ist es sowohl in meinen Seminaren als auch in meinem Buch
der Versuch, Worte zu finden, was zu beschreiben, was eigentlich nicht beschreibbar ist, weil es auch über das Denken hinausgeht. Deswegen ist es ganz schwer, das mit dem Verstand zu begreifen. Ganz viele Leute sagen auch, ich habe das schon verstanden, ich habe das schon mal gehört. Ne? Hier dieser geflügelte Satz, du siehst die Welt nicht, wie sie ist, du siehst die Welt, wie du bist. Ja. Es reicht aber nicht, den mal gehört zu haben oder das Gefühl zu haben, das verstanden zu haben, sondern den zu verstehen und den zu fühlen. Und in ihn zu erleben und zu fühlen, ne? Genau. Nochmal? Zu erleben und zu fühlen, ja. Genau, und den auch dann mit tiefer Überzeugung reinzubringen und die Alltagssituation daran zu prüfen, wenn ich denke, der Idiot hat mich aber gerade geschnitten oder der Idiot ist schuld, dass ich jetzt einen schlechten Tag habe. Und dann kannst du das so begriffen haben, wie du willst. Wenn du dann in dem Moment nicht kurz innehältst und das beobachten sagst, ah, das ist ja wieder spannend. Ja, Schritt zurücknimmst, dir das anguckst. Und ich glaube, je mehr wir das reflektieren, je mehr wir das verstehen, und da können wir auch 10 Bücher dazu lesen, weil irgendwann kommt der Satz. Ja. Neulich saß ich nochmal bei mir auf dem Balkon und habe so einen Satz von Eckhart Tolle gelesen. Ich kann dir jetzt leider gar nicht sagen. Wo ich immer denke, Eckhart Tolle habe ich schon 10-mal verstanden, habe ich auch vor. Das hat mein Dad uns tatsächlich im Auto mal vorgespielt auch. Wahnsinn. Mit 11 oder so. Wahnsinn. Aber ich lese diesen Satz 20 Jahre später und denke, und es macht so, weißt du, es fühlt sich so mein Brustraum, und ich so, oh, so ist es. Und hat irgendwo 10 was Kilo gemacht. Leichter. Genau, und zwar irgend so nochmal eine Schraube, ich dachte, wow. Und das war einfach, weil dieser Satz in diesem Moment genau richtig war. Und genau das versuche ich in Trainings, in Vorträgen, beim Schreiben hinzukriegen, dass die Leute das nicht nur verstehen, sondern dass sie es irgendwie aufnehmen können und sich auch selbst nehmen können und nicht nur den anderen aufstöten. Das geht super schnell, dass man, ja, wenn die anderen das mal alle wüssten, dann hätte ich ein leichtes Leben. Ja. So das Standardding. Aber wenn du es verstanden hättest, dann müssten die anderen es nicht mehr verstehen, weil dann hättest du ein leichtes Leben. Yes. Weil die anderen müssen sich dann nicht mehr verändern. Wenn du das für dich wirklich begriffen hast, dann hörst du auf, die anderen verändern zu wollen. Dann lernst die so zu lieben, wie sie sind. Im Nebeneffekt wird das vermutlich dazu führen, dass die sich dann automatisch verändern, weil sie merken, dass du sie so akzeptierst und nicht mehr kämpfst gegen sie. Aber nicht halt mit dem Ziel, das zu tun wieder, das zu machen, sondern einfach in dir selbst den Frieden zu suchen. Und von diesem Ort der Stille kann man dann auch viel leichter dann wieder wirklich die großen Themen der Welt anpacken. Es gibt ja genügend Sachen auf diesem Planeten, die man auch nochmal anpacken kann. Tierleid, Klima, Hunger, whatever. Yes. Da gibt es ja genügend Baustellen. Und ich glaube, je mehr wir bei uns sind und je mehr wir mit uns selbst und mit unserem direkten Umfeld im Frieden sind, desto mehr haben wir dann auch die Hände frei für die großen Themen. Ja, richtig, richtig cool. Wahnsinn, da ist nicht mehr hinzuzufügen. Außer, dass ich super gerne, weil du gerade genau das sagst, dieses Erleben und dieses Fühlen. Und ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe das auch schon so oft erlebt, dass ich dachte, ich habe es verstanden und irgendwann, Monate, Jahre später, ich so, oh, jetzt habe ich es wirklich begriffen und richtig verstanden an einem Beispiel in meinem Leben. Und deswegen finde ich auch so cool, dass du in deinem Vortrag bei Gedankentanken auch so die Leute so mitgenommen hast, so interaktiv da am Start warst. Also ich habe ja am Anfang gesagt, wirklich dicke Empfehlung, sich das einfach mal anzuschauen. Da erlebt man dich halt nochmal richtig interaktiv. Und da hast du aber auch den Vortrag mit einer Sache gestartet, die wiederum nicht immer gut gelaufen ist. Du kannst gleich mal komplett drauf eingehen oder das erzählen, was du magst. Im Buch schreibst du etwas über den Glastisch. Was hat es damit auf sich? Hol mal also die Leute ab. Soll ich einmal ganz groß ausholen, ja? Also ich müsste erstmal mal kurz und knapp, aber trotzdem das alles verstehen. Ja. Genau, okay. I try. Challenge accepted. Yes. Und ich entschuldige mich an dieser Stelle schon mal, nicht, dass es in die YouTube-Kommentare wieder reingeht, für Anglizismen. Es tut mir sehr leid, ich lese viel auf Englisch, ich gucke viel auf Englisch. Es passiert mir hin und wieder, auch als Fan der deutschen Sprache, hin und wieder Anglizismen zu verwenden. Für mich ist das völlig fein. Okay, super. Irgendwann kam mal der Gedanke, Club der Toten Dichter ist ein toller Film, da springt, einige werden es kennen, Robin Williams spielt John Keating, dieser Lehrer, der die Schüler inspiriert, anders auf die Welt zu gucken. Toller Film von 1989, gerne nachholen. Und er steigt auf den Tisch und lädt eben sich selbst und seine Zuhörer dazu ein, auf das Leben aus einer anderen Perspektive zu gucken. Und
dann dachte ich irgendwann mal, ah, es wäre doch cool, so einen Vortrag anzufangen. Ja, und bin eben bei Gedankentanken springe ich auch auf den Tisch. Hier kleiner Spoiler schon mal. Ihr könnt dann gucken, wie es aussieht. Ja. Und zitiere dann eben den Club der Toten Dichter, was natürlich als Intro, also ich habe bisher, schickt mir gerne Ideenvorschläge, ich habe bisher für mich noch keinen besseren Vortragsstart hinbekommen, weil es natürlich die Idee des Perspektivenwechsels, auch des vertikalen Perspektivenwechsels, weil den mache ich ja dann literally, perfekt symbolisiert. Die Leute sind überrascht, die sind aus ihrem normalen Denken rauskatapultiert, denken so, what? Was ist jetzt passiert? Gerade auch, weil ich durch meinen Snowboarden da auch relativ so aus dem Stand drauf hüpfen kann, was man auch üben muss, wenn man das noch nicht gemacht hat. Und dadurch kommt das sehr überraschend. Und dadurch ist mein Start an sich schon im Perspektivenwechsel, dann spreche ich noch über Perspektivenwechsel, dann und man sagt, wunderbar. Deswegen, wann immer das geht, wann immer das passt, versuche ich das zu machen. Ja, richtig. Einmal habe ich halt eine Konferenz, eine Pharmakonferenz gestartet, wo ein Glastisch, nur Glastische in der Location waren. Also standen halt nur so Glastische mit Metallverstrebung, also schon solide Glastische. Aber ich dachte, oh, ja, das ist ein bisschen kritisch. Dann habe ich auch entschieden, nicht drauf zu springen, weil ich dachte, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Und habe mich da so rangetastet, vorm Vortrag dann das getestet und es ging einwandfrei. Also ich gesagt, alles klar, mache ich. Ja, ich bin ja sowieso machen, nicht zu viel testen, machen. Und naja, dann stehe ich da oben und es waren 2 Tage Konferenz. Ich war auch in der Organisation stark mit eingebunden. Du wirst das kennen, Melanie. 1000 oh, Sachen. Oh ja, yes. Interaktiv mit iPad-Schnitzeljagden. Also war so das krasseste Ding, was wir bis dahin gemacht haben. Und ich stehe da oben, mache noch einen Gag über die anwesenden Sicherheitsbeauftragten in der Pharma. Dass sie sagen, ja, ich weiß, die Safety-First-Fraktion hier, die wird sich gerade aufregen, weil ich auf dem Glastisch stehe. Aber so ist es halt. Und beim Runtergehen mache ich was an. Ich zitiere das, die Leute sagen, oh, wow. Und beim Runtergehen verlagere ich mein Gewicht anders, als ich das beim Test gemacht habe und habe so einen Fuß in der Mitte und gehe so langsam runter und breche halt in diesen Glastisch ein. Und der Laptop fliegt weg, auf dem die Präsentation ist. Hinter mir wird schwarz, Glassplitter, mehr über die Bühne. Der Laptop, der auch nicht mir gehört hat, übrigens liegt da irgendwo auf dem Boden. Und ich, um nicht umzufallen, auch noch mit dem Gesicht in diesen kaputten Glastisch, stütze ich mich mit der linken Hand ab und greife halt in so einen Glasdolch rein. Also mein Bein war aus irgendeinem Grund safe, aber ich greife halt in so einen Glasdolch. Ich weiß nicht, ob man es hier noch sieht, da ist die Narbe noch. Ja, leicht, ja. Und merke direkt, oh shit. Man sieht auch, mein Gesicht ist so. Ich habe dann auch ein Video von. Also auch noch das festgehalten, auf Video. Und das ist für mich, das ist so das Schlimmste, was mir hier passiert ist. Also ich kann mir auch wenig vorstellen, was schlimmer ist. Du machst noch einen Gag über die machst jetzt noch über Safety-Leute lustig. Hast das auch noch getestet, aber nicht genug offensichtlich. Ich krache in dieses Ding ein, meine Hand, ich gucke auf einmal drauf und sehe weiß. Ja? Also es war halt, ich weiß nicht, ob das eine Sehne oder ein Knochen war, aber da war auf jeden Fall weiß und viel Blut in meiner Hand. Wahnsinn. Und habe dann aber so eine Serviette bekommen und irgendwie das so festgedrückt und habe meinen Vortrag dann, also kurz, ne, war ich raus. War ich so, fuck, wer bezahlt den Laptop? Ist der Tisch von mir? Die Leute fingen schon an, um mich zu kehren. Ich so, oh mein Gott. Aber dann glücklicherweise gelang es mir dann in dem Moment, halt so dieser vertikale Perspektivenwechsel, so, was ist jetzt gerade wirklich das Problem. Die Hand sieht aus, als würde sie nicht abfallen. Du hast nur noch 10 Minuten, dann kannst du gucken, was da ist. Ne? Also was ist jetzt gerade nicht in Ordnung? Das ist auch einer meiner Lieblings-Lifehacks aus meinem Buch. Mich das zu fragen, was ist jetzt gerade wirklich nicht in Ordnung? Was ist Hochrechnung? Die Hochrechnung, ne? Was sagen jetzt die Safety-Leute? Finden das jetzt blöd? Werde ich mit denen nochmal zusammenarbeiten? Werde ich jemals wieder einen Job kriegen von der Firma? Ne? Also das sind ja alles Dinge, die in dem Moment keine Relevanz haben. In dem Moment ist die Frage, was mache ich jetzt? Und das ist auch in Ordnung, mal 10 Sekunden nicht zu sagen und nur zu fluchen und zu sagen, fuck, das war auch Englisch. I tested this. I tested this before. Yeah. Und dann aus diesem Modus, dieser Entspannung, konnte ich das dann irgendwie einbauen und habe gesagt, naja, es ging ja irgendwie um kreatives Chaos und genau das wollen wir in dieser Konferenz auch bewirken. Und dann war das eigentlich der beste Move, den ich je gemacht habe. Also weil das zufällig auch dann, oder was heißt zufällig, wie es halt kam, hat das perfekt gepasst zum Thema und ich konnte das einbinden,
Und dann wurde ich ins Krankenhaus kurz mit einem Notarzt, meine Helfer und Co-Moderatoren, die dabei waren, haben irgendwie diese iPad-Schnitzeljagd hinbekommen mit ein paar Hürden. Und ich war dann eine Stunde wieder da, später, und die Leute kamen auf mich zu und dachten zum Teil, dass das ein Schauspiel war. Also die haben gedacht, wow, ich hätte quasi irgendwie so einen Zuckertisch oder keine Ahnung was, hätte das extra gemacht, nur um meinen Punkt rüberzubringen. Und die waren so begeistert, meinten, wow, was für eine geile Performance, das haben wir ja noch nie gesehen. Und das mit dem Tisch, das hast du ja richtig gut geplant. Ich so, nee, im Moment. Nicht dein Ernst, Wahnsinn, so, wirklich. Also ein paar dachten wirklich das, ein paar haben natürlich schon das echte Blut gesehen, die weiter vorne saßen. Aber auch dann kam noch mal jemand auf mich zu und sagte, Leander, das war, also ich weiß, das wolltest du nicht und ich hoffe, deiner Hand geht's gut, aber du hättest uns gerade keinen größeren Gefallen tun können, weil das hat unserer Konferenz so einen Drive gegeben. Das hat, wenn da jemand steht, wie Boromir mit drei Pfeilen in der Brust und trotzdem die Hobbits noch weiter verteidigt, wie beim Herr der Ringe, und also ich da stand, ja, mit der blutenden Hand und trotzdem weitergegangen, gesagt, ja, dann schreiben wir jetzt aber mal ein paar Post-its an die Wand, ne? Also die mit so einer Energie sind die in diese Untergruppen rein und haben gesagt, geil, so ein Drive wollen wir auch, jemand, der dann noch steht. Und es war total inspirierend. Also das hätte ich niemals so planen können, werde ich auch niemals wieder so tun, es sei denn, ich will noch ein paar andere Narben an der Hand. Und das Meta-Learning natürlich, neben dem, im Jetzt ist alles in Ordnung, ja, also warum diesen ganzen Geschichten nachrennen, was ich mir da erzählen könnte. Also in jedem einzigen Moment ist alles in Ordnung, selbst wenn es nicht so scheint. Und noch größer ist jetzt rückblickend das Schlimmste, was mir je passiert ist, zumindest für einen Bruchteil Sekunde war es das Schlimmste, was mir passiert ist, wurde zu einem der coolsten Moves, die ich je gemacht habe. Und wenn uns das gelingt, nicht immer erst 10 Jahre später festzustellen, ja, es gibt so viele Stories von, oh, zum Glück bin ich sitzen geblieben, zum Glück bin ich von der Schule geflogen, zum Glück ist mir das passiert, dadurch habe ich so eine Kraft entwickelt oder dadurch habe ich den kennengelernt oder es sind so viele Dinge, die uns passieren, die wir erstmal als großen Fehlschlag deuten, aber wir müssen meistens nur lang genug warten, dann wird es ein toller Erfolg, vielleicht wenn wir dann noch länger warten, wird es wieder ein Misserfolg, dann wird es wieder ein Erfolg und da sind wir wieder bei der Bewertung. Wir sollten es einfach gar nicht bewerten. Ich stelle jetzt Erfolg dar, aber vielleicht habe ich in 5 Jahren, ist die Sehne, kann ich meinen Finger nicht mehr bewegen, dann weiß ich nicht, ob ich immer noch sage, das ist der größte Erfolg. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, das ist so die Haltung, wenn es das gelingt, gerade in den tragischen Momenten, so eine Ich-weiß-nicht-Haltung, gar nicht unbedingt sich das positiv zu malen. Also in dem Moment auf der Bühne hätte es mir nicht geholfen zu sagen, wenn jemand gesagt hat, Leander, das ist der geilste Move, den du je gemacht hast. So, guck dir die Scherben an, guck dir meine Hand an, das ist überhaupt nicht der geilste Move. Aber zumindest mit so einer offenen, ich weiß es nicht, Haltung da reinzugehen und zu sagen, ich werde das jetzt nicht bewerten, sondern gucke einfach, was ich jetzt in dem Moment machen kann. Und das bedeutet auch kreatives Mindset oder im Flow sein oder mit den Dingen gehen oder Ja zu dem Leben sagen für mich. Einfach, das Leben schmeißt dir was vor die Füße und das fühlt sich vielleicht erstmal total bescheuert an. Und wenn die Bewertung kommt, ist das auch in Ordnung. Du musst dich nicht verurteilen dafür. Aber beobachte sie und halt sie um Himmels Willen nicht für die Wahrheit, diese Bewertung. Weil es kann sein, dass du es in einer Stunde anders siehst. Wenn du abends im Bett liegst, wirst du es wahrscheinlich ganz dramatisch malen. Und dann machst du am nächsten Morgen auf und denkst, na, so schlimm war es ja doch nicht. Und eine Woche später sagst du, Gott sei Dank ist das passiert. Ja. Ah, krass. Richtig schön. Schönes Ende. Wir müssen nämlich schon wir sind auf der Zielgeraden. What? Wahnsinn. Ich habe eigentlich noch so viele Fragen. Und das ist ja absolut. Aber die Geschichte ist auf jeden Fall auch mal, ich würde mal sagen, fast einmalig. Danke, dass du sie geteilt hast und auch einfach schönes Learning am Ende. Und so ist es tatsächlich auch, ne? Einfach diese Bewertungen. Oder also für mich war es wirklich in letzter Zeit so schon mal ein mega Aha, überhaupt wahrzunehmen, dass ich super viel bewerte und das halt erstmal das Doofe so da dran ist und das erstmal schon mal zu nehmen und dann zu gucken, ah, okay, was mache ich denn jetzt damit? Also mega, ja, mega, mega. Kurze Zusatzbemerkung, auch dass die Zeit wegläuft. Alles und gut. Das ist natürlich in der heutigen Zeit, das ist so ein blöder Satz, aber... Die sozialen Medien helfen jetzt nicht unbedingt dabei, dass wir weniger ins Bewerten kommen. Und vor allem auch, dass wir uns so quantifizieren. Also, dass wir anfangen, die Bewertungen von anderen zu zählen. Dass wir unsere Follower zählen. Ich merke auch immer wieder, wie ich gucke, oh, was, 2 Follower weniger? Warum sind die weg? Mögen die mich nicht mehr? Mache ich einen scheiß Job? Ja, und das dann zu merken, zu sagen, Moment mal, was machst du gerade? Ja. Das waren irgendwelche, die dir gefolgt sind, weil die
Rückfollows wollten, mhm. die hatten gar kein Interesse an dir und die sind weg. Ist doch gut, dass sie weg sind. Ja, exakt. Oder es halt einfach gar nicht zu bewerten wieder. Aber ja. da wirklich, und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für uns alle, die in der Lage sind, Podcasts zu hören und hier auf YouTube zuzuschauen, ja. das immer wieder im Blick zu haben, sich davon frei zu machen und nicht den Selbstwert über Likes und Follows zu definieren. Ich glaube, das ist eine ganz, wird immer schwerer, je mehr wir uns konditionieren mit diesen Dingen. Ja. Wow, so wertvoll nochmal. Richtig, richtig gut. Also wirklich danke. Weil das, ich glaube, da, ich würde mal behaupten, haben sich gerade viele angesprochen gefühlt. Ich mich definitiv auch. Gerade Social Media, Klicks und so weiter. Aber richtig, danke, dass du darauf auch einfach nochmal hingewiesen hast. Das nehmen wir definitiv mit. Und jetzt am Ende hast du ja auch noch eine Überraschung für die Bewohnerfrei-Community mitgebracht. Yes. Im Hinblick auf deine eigenen Seminare. Hau noch mal raus. Was ist da möglich? Ja, ich habe lange Jahre ja nur Firmenseminare gemacht. Und jetzt mit meinen ganzen öffentlichen Auftritten, meinem Buch, habe ich richtig Lust, einfach so viele Menschen wie möglich zu erreichen, die auch nicht nur in Managerpositionen sind, die nicht nur Vorstände sind. Und deswegen gibt es im nächsten Jahr 4 offene Termine, sowohl 2-Tages-Seminare als auch 5-Tages-Retreats, alle in der Grube Luise, einem wunderschönen Ort mitten im Wald, wo ich übrigens groß geworden bin, in dem Seminarzentrum. Da reden wir beim nächsten Mal drüber. Und alle, die im Westerwald, ne, hast du gesagt. Im Westerwald, das können wir noch kurz verraten. Zwischen Köln und Frankfurt. Ja. Und alle, die bei der Bestellung auf meiner Homepage, und dann landet ihr auch beim IAK, und wenn ihr da beim Kommentar bewohnerfrei eingibt, dann kriegt ihr 20% auf den aktuellen Preis, den ihr sonst zahlen würdet. Schüler und Studenten kriegen sowieso 50% auf, weil ich, wie gesagt, die noch mehr erreichen will. Dann kostet sowieso schon nicht mehr viel. Und wenn man dann noch die bewohnerfrei eingibt, geht es nochmal 20% sehr gut. Und das gilt für die 4 Termine 2021. Sehr, sehr cool. Also mit bewohnerfrei, dem Code gibt es dann Rabatt. Sehr cool. Vielen lieben Dank. Und wenn jetzt jemand sagt, boah, dem Leander muss ich unbedingt folgen und ich will auch nochmal schauen, was er denn da wirklich gemacht hat bei dem Gedankentanken-Vortrag, dann findet man dich auf jeden Fall bei Instagram unter Leander Govinda, richtig? Korrekt. Yes, oder auf deiner Seite, ne? Webseite auch leandergovinda.com. Korrekt, und .de. Auch. Und .de auch, und super, perfekt. Sehr, sehr schön. Ja. Also da einfach folgen und klicken und liken. Gerne, gerne. Das ist nämlich noch Nebenbemerkung, nur weil ich gerade eben so einen kurzen Rant oder so einen Angriff gegen die sozialen Medien gemacht habe. Verteufel natürlich nicht alles, sonst hätte ich mich schon längst abgemeldet. Den Austausch mit Leuten, die mein Buch lesen, die sonst irgendwie eine Frage haben, liebe ich. Ich finde, Instagram ist eine tolle Plattform, wenn man das bewusst einsetzt und in Austausch geht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich habe so schöne, berührende Kontakte über die Nachrichten und über Sonstiges bekommen. Und ich liebe es auch in den Stories, einfach Gedanken in die Welt zu schießen, die dann auch wieder weg sind. Also deswegen kommt gerne Instagram. Das macht mir Spaß. So wie mit allem. Es kommt immer darauf an, wie man selber damit umgeht und wie bewusst man halt einfach das Ganze handelt. Ne? Also von daher sehr, sehr cool. Und wie bekannt beim Bewohnerfrei-Podcast am Ende gibt es eine ganz, ganz kurze Runde, kurze Fragen, kurze Antworten. Oh. Leander, bist du bereit? I hope. Ja, okay, musst du. Also, Geld ist? Nicht nötig. Persönlich wachse ich, indem ich? Lese und denke. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe. Du leidest nicht an deinen nicht an Menschen und Ereignissen, sondern an den Geschichten, die du dir über sie erzählst. Oh ja, sehr gut. Das beste Buch, was ich gelesen habe. Haben oder Sein von Erich Fromm. Okay, und der besonderste Ort, an dem ich jemals gewesen bin? Meine Loggia mit Blick auf den Rhein. Wundervoll. Und noch eine Sache, wenn ich als alter Mann eines Tages vor jungen Kindern etwas erzählen darf, werde ich ihnen erzählen, dass sie das Leben nicht so schwer nehmen sollen. Yes, sehr gut. Cool. Vielen Dank. Vielen Dank, Leander, für das großartige Interview. Ich hatte viel Spaß. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ich
finde, die Zeit ist gerast, das ist der Wahnsinn. Ich dachte gerade, du verarschst mich. Ja, also, nee. Vielleicht sind 10 Minuten vorbei. Ja, also. Genau. Tatsächlich nicht. Aber es war wundervoll und natürlich auch nach da draußen. Ich hoffe, dass auch du und ihr richtig viel mitnehmen konntet. Egal, ob ihr uns zugehört habt oder uns auch zugesehen habt. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Leander, möchtest du noch was zum Abschluss sagen? Es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Ich komme gerne nochmal wieder, dann machen wir die zweite Hälfte. Okay, habe ich mal notiert. Sehr, sehr cool. Also vielen lieben Dank an alle, die uns zugehört haben und zugesehen haben. Danke an dich, Leander, und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao.